Die ansteigenden Flüchtlingszahlen machen ja deutlich, dass dies die größte innenpolitische Herausforderung der kommenden Jahre werden wird. Es ist eine organisatorische und finanzielle Herausforderung, von der ich überzeugt bin, dass wir sie stemmen können. Es ist aber auch eine humanitäre Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Und ich will zuletzt auch betonen, es ist eine Chance für dieses Land, die wir nutzen sollten. Es ist uns gelungen, in den vergangenen Wochen bereits akut 1 Milliarde Euro für die Kommunen zur Verfügung zu stellen, für die finanziellen Herausforderungen, die sie leisten müssen. Angesichts aber der großen Leistungen und der wachsenden Flüchtlingszahlen ist auch klar, dass die Kommunen jetzt nicht länger vom Bund im Regen stehen gelassen werden dürfen. Merkel und Schäuble müssen an dieser Stelle endlich aufhören, abzutauchen und Verantwortung quasi hin und her zu schieben. Wir brauchen eine umfassende und eine dauerhafte Entlastung für die Kommunen, auf die sie sich tatsächlich auch verlassen können. Dazu gehört auch zu der Entlastung der Kommunen, dass wir die Bearbeitung der Asylanträge beschleunigen. Die Menschen sollten nach Möglichkeit bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen Kenntnis darüber bekommen, ob denn überhaupt eine Chance auf ein berechtigtes Asylverfahren besteht. Ich bin froh darüber, dass viele Bundesländer aber zu einer schnelleren Bearbeitung der Anträge eben auch die Initiative ergriffen haben, um pensionierte Beamte zurückzurufen und dies auch der Bund diese Initiative nun auch endlich übernimmt.